Yo Leute, willkommen zurück bei Stardew Valley. Das hört sich irgendwie schon wieder interessant an. Hier draußen tobt auf jeden Fall ein Sturm, Leute. Wir haben Post bekommen, ich weiß aber nicht von wem oder was. Das geht hier hin. Die Melonen sind so gut wie fertig. Ja, sonst kann ich aber hier nichts machen eigentlich. Gehen wir erstmal zu unseren Hühnern. Hallo, guten Morgen. Wie habt ihr denn geschlafen? Nein! Alter, das ist so doof. So. Geht's euch allen gut? Ah, Steffi hat schon ein halbes Herz. Ist auch immer schwer, Steffis Liebe zu bekommen. Kenne ich ja. Ist nicht leicht. So, die Eier werden natürlich wieder zu Mayonnaise verarbeitet. So, dann könnten wir gucken, ob die Pilzfarm schon wieder Pilze generiert hat, aber wartet. Nehmen wir den Brief erstmal. Bosta! I'm gathering data on the correlation between soil alkaline and crop fructose levels. Long story short, I need a fresh melon from your farm. Okay. Melonen kriegen wir auf jeden Fall hin. Habe ich aber leider gerade keine mehr am Start. Muss ich noch ein bisschen gedulden. Aber hier sind schon welche, die da dick am Wachsen sind. So. Oh, noch eine Morchel. Nice. Gar nicht, wofür wir die Morchel noch so brauchten. Hm, ich habe gar nicht in den Fernseher geguckt, ob es da irgendwas Interessantes gab. Rein damit. Jetzt könnten wir mal hier schauen. Ist das schon irgendwie was? Nee, ne? Nee. Okay. So bekommen wir bestimmt diesen Sirup. Hm, ja. Hühner haben wir fertig. Könnten probieren, in den Minen eine Stufe tiefer zu kommen. Die Hacke ist heute noch in Arbeit. Das bedeutet, die kriegen wir noch nicht. Dann schauen wir mal, ob wir tiefer kommen. Stufe 80 sind wir jetzt schon, Freunde. So. Oh. Mixed Seeds. Oh, Alter. Okay, die machen Schabernack mit mir. Alter Vater. Ah, der macht nur... Ah, der macht nur die Defense niedriger. Also nur. Haha, lustig, ja. Aber hier ist es wieder komplett ein neues Themengebiet irgendwie. Hier die Viecher zum Beispiel auch. Slime hat eine weiße Alge gedroppt, okay. Ja, warum auch nicht? Wir gehen eine Etage tiefer. 82. Holz gibt's hier. Oh, nice, Eisen. Das dürfte jetzt so das Level sein, wo man dann Gold bekommt wahrscheinlich, ne? Haben wir gerade von Gold gesprochen? Haben wir Gold gefunden? Yay, okay, nice. Das war super. Was ist mit dem hier? Oh, die kennen wir doch noch aus den anderen Leveln, aus den höherleveligen Gebieten da. Also aus den, ja, also sie liegen... Oh, das ist ja eine Bombe. Boah, scheiße, ich bin jetzt schon voll. Weil ich dumm bin. Kacke. Hä? Macht der Schaden? Nee. Das ist eine Krabbe, die ich einsammeln kann, garantiert. Void Essence. Das kann weg. Und die Bombe legen wir. Hier hin. Oh! Ich habe sogar noch Schaden genommen. Krass. Kriege ich die Krabbe jetzt? Nee. Warum denn nicht? Das gibt's nicht. Feuerquarz. Das kann weg. Esse ich die Alge halt? Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wir versuchen trotzdem tiefer zu kommen, würde ich sagen. Auch wenn es natürlich doof ist, wenn wir jetzt nichts mehr finden können oder nichts mehr mitnehmen können. Aber hier zum Beispiel, ja, Kupfer, lächerlich. Aber Gold. Na, es ist Jade, scheiße, kriege ich auch nicht mehr mit. Oh, eine Goldtruhe. Kriege ich alles nicht mehr mit.
Das ist doch Verschwendung. Aber da oben ist richtig viel. Bleibt weg von mir! Guckt euch das ganze Gold an. Nice. Und hier geht's schon wieder tiefer. Da brauche ich nur noch ein Level eigentlich. Boah, Leute, ey, ist das geil. Was ist das hier? Ah, okay. Kriege ich aber nicht mehr mit. Ein Ring. Es darf nicht wahr sein. Increase your radius for collecting items. Slightly increases radius for collecting. Das wird wahrscheinlich besser sein, ne? Small. Und das ist ein normaler, ja. Ich muss hier Sachen liegen lassen. Das ist nicht wahr, ne? Magma-Geo, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Scheiß auf das Holz. Lag hier nicht auch noch einer? Ja. Okay. Oh! Darf nicht wahr sein. Alter Vater. Hau sie um hier. Lass dich nicht beirren, Buster. Buster! Wir lieben dich! Und hier geht's runter. Nice. Nehme ich sofort wahr, die Möglichkeit runterzugehen. Boah, und dann raus hier, ey. Scheiß die Wandern. Die Krabbe. Müssen wir mal schauen, was wir damit machen können. Zur Stadt erstmal. Kann ja hier noch ein bisschen was spenden, nämlich an das Museum. Die werden sich auf jeden Fall freuen. Hallo! So, wir haben einen Anker, der kommt meinetwegen hier hin. Das Zahnrad kommt hier, neue Reward, okay. Wehe, das ist schon wieder ein Bild oder so eine Kacke, ne? Und Teddy, okay, cool. Teddys sind cool. Was haben wir noch? Hier, sowas. Und ein großes Zahnrad. Okay, das war's. Danke für den Teddy. Ciao. Gehen wir noch angeln? Ich habe, glaube ich, jetzt echt Bock auf die Mine gerade. Dadurch, dass wir jetzt schon wieder neue Sachen finden. Aber wir machen das Inventar einmal leer. Den Ring können wir auch vertickern. Ich glaube, dass wir die Ding... Ah, ja, Mayonnaise. Nice. Lass mich schauen. Blablabla. Hier kommt ja überhaupt gar nichts rein. Hier kommen Items rein. Hier kommt das, das. Omnigeode, Firequartz, das. Alles eigentlich. Krass. Oh, kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Das gehört hier schon mal nicht rein. Kann ich schon mal, so viel kann ich schon mal sagen. Und, was haben wir denn da noch drin, was da nicht reingehört? Tun wir die Sachen einfach mal da drüben hin. Die kriegen wir ja sowieso immer aus diesem Teil hier raus. So, okay. Den Bär. Kann er hier rauf? Nee. Ja, okay. Im Bericht hier. Ah, der mag mich auch. Nein, ich wollte Fernsehen gucken. Aber der Hund steht im Weg. Danke. Ah, sag mir hier nichts Interessantes. So, den Ring können wir verkaufen und einmal kurz gucken. Die Krabbe brauchten wir, glaube ich, für das Crabpot-Ding, ne? Ah, haben wir schon. Brauchen wir das denn für irgendwas anderes? Für... Nein. Nein. Nope. Auch nicht, okay. Dann können wir die Krabbe tatsächlich verticken. Kann ich den Ring auch verticken einfach? Nee, shit. Okay, dann gehen wir wieder in die Tiefe. Wagen uns wieder ins Abenteuer. Den Ring verkaufen wir vorher aber bei dem Abenteurer draußen. So, da sind wir wieder. Nice, Leute, ey. Da ist schon wieder so ein Ding. Meine Hacke ist aber weg. So, moin. Grüß dich. 50. Okay.
Was hat der so für uns noch für Stiefel? 4 und 2. Nö, bringt ja fast nicht so viel. Emerald. Increase Weapon Speed. Attack. Okay. Jetzt habe ich alle Gegner wahrscheinlich, ne? Ja, Void Spirits. Okay. Boah, 106 von 1000 Slimes. Fledermäuse sind wir auf einem guten Weg. Aber auf einem guten Weg bedeutet auch nicht, dass wir es bald haben. Ey, geil, der Frosch ist da gerade reingesprungen. Mal schauen, ob das hier sitzen bleibt, also diese Dinger. So, 85. Magma-Geodes, ey. Wir kommen in Tiefen, wo es interessant wird, Freunde. Oh, der Slime ist sauer. Dann kriegt er jetzt die volle Breitseite. Aber ich glaube, langsam aber sicher brauchen wir auch wieder ein neues Schwert, langsamer. Langsam aber sicher. Sicher. Man muss immer investieren. Ist nur die Frage, ob ich nachher wieder eins geschenkt bekomme, wenn ich nachher Level 90 erreiche oder so. Dann stehe ich da wieder doof und gucke aus der Wäsche. Zack. So, was machen sie denn dahinter? Ist aber gar nicht so schlecht. Der ist da auf jeden Fall eingesperrt. Ey, Gold war da drin. Cool. Einfach mal so Gold gefunden. Oh, Lead Rod. Level 3 Club. Oh, das ist ein Knüppel. Okay, warte. Boah. Okay. Ich stehe ja eigentlich total auf so stumpfe Waffen, ne? Aber, ganz ehrlich, die Angriffsgeschwindigkeit ist voll für den Arsch mit dem Ding. Nee. Das machen wir nicht. Kann man doch nicht erzählen, dass wir gerade mal 100 Slimes gekillt haben, ey. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber klar. Das war ja wohl klar. Hätte ich mir denken müssen. Mein. Oh, nice. Immer wieder eine Freude, wenn sie mir einen Weg nach unten spendieren. So, was sind das hier eigentlich für Pilze? Purple Mushroom, okay. Oh, da ist so ein Gegner. Den kann man... Bestimmt doch kann man. Ich dachte durch die Maske, so ein bisschen wie bei Isaac, dass man den vielleicht nicht treffen kann oder so. Oh, Chopper-Barren hat er einfach fallen lassen und ein Eisenbarren. Krass. Also, die zu töten, das lohnt sich definitiv ja. Ah, da hinten sind wieder neue Gegner. Sorry, aber da muss ich hin. Ich muss mir die einmal angucken. Ist das ein Slime mit einer Rüstung? Oh, oh. Nein, dieser scheiß Nebel. Böse Fledermäuse. Ah, hinter mir. Okay, der ist down. Dieser scheiß Nebel, ey. Den gibt es scheinbar auf jeder Stufe. Boah. Alter, zwei! Wir haben zwei Lebensenergie. Wow! War das knapp. Boah, war das knapp. War das knapp, Leute, ey. Alter Vater, erstmal die Algen fressen jetzt. Alter, ich weiß, ich war kurz vor dem nächsten Level. Aber ich wäre hier fast draufgegangen. Ich musste abhauen. Alter Vater. Puh. Oh, das hätte ins Auge gehen können auch, wenn wir Pech gehabt hätten. Noch mehr Gold. Eisen. Jawohl, komm mal her. Ja, keine Kohle. Nein, nein. Rein, rein. Rein. Und den Knüppel können wir verkaufen. Boah, das war so ein knappes Ding, ey. Eine Bombe haben wir noch dabei. Ja, komm, den verticken wir noch. Schnell nach da oben fahren. Und da müssen wir mal gucken, was wir als nächstes noch machen.
Also darunter gehe ich jetzt nicht nochmal. Da kriegen mich keine 10 Pferde mehr rein für heute. Boah, war das knapp, ey. Habe ich voll auf die Fresse bekommen. 150, cool. Ciao. Ey, 150. Ja, unseren Soll haben wir eh erfüllt. Wir haben ja 5 Level geschafft gehabt. Aber warte, wir könnten hier einfach mal angeln in der Nähe. Hier vorne ist auch die Insel. Kriegen wir noch ein bisschen was wenigstens vom Tag. Können noch ein bisschen Gewinn machen. Hoffe ich. Hier war auch eine super Position, wenn man sich hier hinstellt. Hier die Angel rausschmeißt. Dann hat man eigentlich meistens Erfolg beim Angeln. Oder, Grants? Ja, hat man. Okay. Das ist jetzt ein Fisch, der will scheinbar ein Bullhead, ist es nicht. Wie heißen die Kleinen, die hier gab? Karpfen. Toll. Karpfen bringen, glaube ich, wirklich so gut wie gar nichts. Direkt den nächsten. Das sieht mir schon interessanter aus. Largemouth Bass. Bullhead. Okay. Also, 1, 2 Mal würde ich die Route noch auswerfen und dann machen wir Feierabend hier. Schon wieder 10 Uhr abends gleich, ey. Die Zeit vergeht hier bei Stardew Valley, das ist unglaublich. Oh, ist das ein Karpfen, wa? Langweilig. Ne, ein Chub. Einmal noch. Dann hauen wir ab. Haben wir heute nur Mayonnaise gehabt eigentlich? Bin mir gerade unsicher. Ach komm. Geil. Ah, oh, noch ein Karpfen. Ich hau ab. Nichts los heute im See hier. Wow. Ach, das sind Bäume, die brechen. Jetzt habe ich es erkannt. Okay, dann gehen wir in die Mine, fahren zurück. Und das war's, ne? Ja. Dann ist der Tag gelaufen. Haben wir wieder einen Tag hinter uns gebracht. Ah, ich wollte das Geld ja eigentlich spenden an die Wichtel. Machen wir das noch? Nee. Dauert zu lang, dahin zu latschen. Hätte ich eben machen sollen von dort aus. Ja, kann eigentlich alles rein. Na, die Algen habe ich jetzt auch verkauft. Ist egal. So. Zack, direkt das Eisen. 21 Eisen, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Gut, Leute, wir hauen uns hin, würde ich sagen. Der Tag ist gelaufen. Ey, die sitzt in der Trommel. Naja, wem es gefällt. Leute, wir hauen uns hin. Level 5 Mining. Choose a profession. Plus 1 Erz pro Vene oder Chance. Oh, oh, okay. Also mehr Erz pro Dingens, ne? Was wir abfarmen. Oder dass die Chance, dass Edelsteine in Grüppchen auftreten. Ich glaube, ich bin eher der Erztyp, oder? Aber irgendwann braucht man Erze wahrscheinlich gar nicht mehr so dringend, oder? Komm, wir nehmen mal den Geologen. Einfach nur so, weil wir es können. Dann gibt es noch ein bisschen Geld heute. Nicht so viel, aber es hat immerhin für 1200 gereicht, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei Stardew Valley. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.